Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu World of Warships mit dem Randy. Hallöchen. Und nicht wundern, bei mir sieht's etwas anders aus. Ich habe mir nämlich Bart wachsen lassen. Nee, ich habe mir diesen Mod-Installer runtergeladen. Hm. Und habe da mal so ein paar Mods installiert. Einmal habe ich jetzt hier einen anderen Skin für die Schiffe. Also sieht ein bisschen anders aus. Dann der Hafen sieht anders aus. Also der ist richtig mit Shaders und so ein Zeugs. Und ansonsten sieht halt auch, naja, wir gucken dann einfach mal, wie es in-game aussieht. Aber wir wollen heute mal ein bisschen umschwenken. Wir wollen nämlich auch mal Zerstörer fahren. Das heißt, wir müssen mit Tier 2 anfangen. Wir werden auf den Japan-Zerstörer gehen. Und zwar die Umi-Katze. Und ich würde sagen, den kaufen wir jetzt einfach mal. Erforschen 1600. So. Ja. Okidoki, so, und jetzt müssen wir den noch kaufen, ne? So, warte mal, kaufen für 16.000. Wir nehmen so eine Flottenschule gleich noch mit. Kostet insgesamt 21.000, passt. So, können wir unseren Kapitän noch einmal pimpen? Minus 15 Reparaturzeit. Nehmen wir das, Nachladezeit, zack. Sagst du Bescheid, wenn du... Ach so, warte mal, ich muss dich erstmal einladen. Goldkratzer. Division einladen. So. Genau, da ist er. So, den nehmen wir jetzt. Module, können wir nochmal schauen. Da könnte man nämlich das Modul... Ach so, nee, können wir nicht, ne? Weil wir keine Punkte haben. Obwohl, erforschen 300, können wir ja die freien XP nehmen. Was haben wir denn hier? Überlebensfähigkeit, Torpedos. Oh, Torpedoreichweite 8 plus 3,5 Kilometer. Das ist gut. Einmal das. Was, dieses Modul ist nicht kompatibel zu Umi-Katze? Hä? Ach so, ach, und das kann ich noch nicht kaufen. Ach doch, einbauen. Einbauen. Okay, Verbesserungen könnte man eine nehmen. Hauptbatterie. Ne, machen wir erstmal nicht. Gut, wenn du soweit bist, sag Bescheid. Bin soweit. So, du hast die Semsen genommen? Ja, weil. Was ist denn die Semsen? Ist ein amerikanischer Zerstörer. Ach so, ich okay. Ich hab im japanischen Sektor nichts geskillt und ich bin mit denen eigentlich fast durch, also sprich eh ein Match so. Und ich kann mir Tier 3 holen. Ah, okay. Alles klar. Ich hab Zerstörer schon mal gezückt. War nicht so ganz mein Fall. Naja, müssen wir mal schauen, wie es wird. Kann ich so wendig und alles, ne? Ohne Probleme, ohne Frage. Weil, keine Ahnung, wie man mit denen richtig spielt. Och man, nur Tier 2 und Tier 3 Schiffe ist auch mal ganz schön, ey. Wenn wir das Glück mal mit haben, dem... wenn wir Glück haben, sind sie wirklich Anfänger, ne? Aber. Müssen wir mal schauen. Was haben wir denn dabei? Wie viele Zerstörer haben wir denn hier? Ihr seht, das sieht auch anders aus jetzt hier. Komm, mit dem übrigen wieder auf Maps, auf dem wir schon ewig nicht mehr waren. Aber es ist natürlich doof, jetzt zeigt es nicht mehr an, was jetzt alles Zerstörer sind. Ja, steht nur da. Ja gut, das gefällt mir nicht so gut von dem Mod. Das werde ich wieder rausnehmen. Müssen wir mal schauen. Achso, ne, wir haben drei Zerstörer, die haben zwei Zerstörer. Okay. Die haben ein Battleship, wir haben ein Battleship und der Rest den Kreuzer. Ach doch, da sieht man's. Doch, man sieht's. So, ich bewege mich dann mal fix auf C. Fahr ich mal auf A. Och, ist der süß. Na, der ist süß. Mal gucken hier, wie die Torpedos überhaupt. Okay, man kann jetzt richtig weit rauszoomen. Das ist ja krass. Oh, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Was ist denn R? Reparieren. T und T? Rauchgranaten werfen. Ach, T war Rauchgranaten. Okay, alles klar. Oh Gott. So, naja, dann müssen wir mal schauen. Machen wir erstmal Fullspeed.
So, na, ich bin mal gespannt. Da bin ich ja wirklich mal gespannt. Ob ich hier was weggerissen krieg. Ja, wird schön. Die gehen ein bisschen weit gegen den Felsen. Die werden wir alle gegen den Felsen einschlagen. Ich sei ab, wenn so stärker, kein Plan. Ah ne. So, ja, noch da dran. Alter Schwede, das ist ja so richtig Kamikaze hier, oder? Keine Ahnung, du regst mich zu viel. Wisst ihr, die den treffen? Gott, ey, das mit den Torpedos, das ist ja wirklich. Torpedos hast du trotzdem unbegrenzt, oder? Die hast du unbegrenzt, ja. Die brauchen halt bloß eine gewisse Weile beim Nachladen. Die alle Seite da reit. Kommt das Battleship. Ja, geht hier. Ich habe einen getroffen. Jetzt. Danke, Teamkill. So, damit bin ich raus, ne? Dino? Ja. Gut. Oh, bist du fast tot? Ich weiß auch nicht so recht, ob mir das gefällt. Ich hab ihn versenkt. Ich habe auch so Wassereinbruch und Dingsbums halt, aber. Das ist jetzt nicht der Obershit, oder? Ja doch, wenn man zerstörerisch spielen kann, kannst du ja eh was wegruppen nach dem anderen, ne? Das ist natürlich easy Ziel hier, ne? Ja, hätte man mich nicht teamkillt, wäre ich auch noch ein Spiel. Müssen wir mal schauen. Also es sind auf jeden Fall schnellere Runden, das steht schon mal fest. Ja, das ist klar. Die Minikanonen von so einem Zerstörer sind natürlich auch geil.
Der hat auch keinen Bock weiterzufahren, der steht halt an den Felsen, ne? Der eine. Battleship haben wir auch noch. Das Schöne ist, wird halt jetzt dauerhaft die Entfernung und die Dings angezeigt. Das ist auch ganz cool. Ich jetzt hier das einmal anschalte, dann na, ist das eben dauerhaft an. Oh, krass. Der macht hier noch so ein bisschen Sneaky Beaky. Das ist jetzt so Platz. Ist halt die Frage so, wo man mit den Torpedos hinzielt, ne? Das ist so, pff. Naja, vorhalten halt, ne? Ja, aber, boah. Ich schätze das mal ein, ey. Nö. Wenn du schlussliest, manche haben, ich glaube, die haben eine Reichweite von 6 Kilometern. Das steht auch da, wie schnell die sind. Also kannst du dir das dann auch ausrechnen. Die schwedischen Japan-Dinger, die schmeißen ja keine Ahnung, 16 Torpedos mit EMA raus. Dann, also erstmal, dass es mehr wie übertrieben ist. Weit von der Realität, aber. Den hat er gut gedrückt. So, 30 Sekunden warten bis zum weiteren Schießen. Hab das Ding selber nervig. Kawachi. Also 30 Sekunden. Warum fährt er nicht näher ran? Das verstehe ich nicht. Dann würden die Sekundärgeschütze mit schießen. Hat er keine drauf? Doch, hat er. An der Seite. Unten. Sind Kanonen. Ach, die Dinger. Ja. Oh, der hat ihn versenkt, ne? Impedal-Ship der Stufe 4 hab ich ja auch in der Garage, aber. Keine Ahnung, hab so das Gefühl, die Kanonen von Battleships schießen anders wie die vom Kreuzer. Das ist eine gute Frage. Sehr träge. Wirklich sehr, sehr träge. Das Problem ist, wenn du da mal mit allen vier Kanonen vorbeischießt, war's das irgendwie. Und das ist mir des Öfteren schon passiert. Ja, da musst du treffen, das ist klar. Gut, das verlieren wir. Naja. Kommt nur drauf an, wie schnell. Ja, der nimmt jetzt erstmal nochmal C ein. Krass, wie langsam die Kanonen drin, Alter. Ja, wenn er mal eigentlich mitschieben, wird's schneller gehen. The enemy is about to win. Weißt du, was da halt praktisch ist, er hat halt vorne diejenige, die in Beta-Seite ist und dann halt links und rechts auch nochmal zwei. Also sprich, wenn er dreht, hat er ist er eigentlich immer sofort auf welcher Seite ready, ohne dass er darauf angewiesen ist, dass er komplett 180 Grad drehen muss. Feuer löschen, Eckhardt. Das war der Felsen. Viel? Das muss ich nicht mehr. Das Battleship hat nicht mehr viel. Nee. Den hat definitiv nicht mehr viel. Aber das andere ist noch voll. Oh, der andere ist aber auch ziemlich dicht dran gerade. Aua. Warte mich auf den da vorne, ja. Siehst du, dass der Sekundar hat? Ja, jetzt ist es gut. Haben trotzdem nicht getroffen. Ja, wenn er trifft, macht er Schaden, ne? Aber das war's. Runde vorbei. Ich bin schon mal gespannt, was ich krieg. Ach du Scheiße. Oh.
Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Ja, noch 200. Na gut, dann würde ich sagen, ready? Den schaffen wir noch. Auf geht's! Das Beste ist halt, mit den Zerstörern musst du wahrscheinlich so auch die Landschaft nutzen, ne? Die Berge und den ganzen Quark. Ja, das kann man. Weil bei den Bergen kannst du halt schön rumsneaken. Da kannst du halt gut an die Battleships ran, ne? So, was sind jetzt hier? Warte. So viel wollen die spielen, Tier 2 und Tier 3 und Tier 1. Da steht er da, 8, 12, 3. Ja. Aber keine Schlachtschiffe. Und keine Flugzeug. Ne. Flugzeugträger geht erst ab Stufe 3. Ja. Ja, nee, ab Stufe 4 ist. Eieiei. Was ist los hier? Findet er nichts oder was? Startet immer wieder eins, wenn die in der Warteschlange werden weniger, aber leider zählen wir da nicht dazu. Jetzt. Wenn er so lange sucht, dann verhauen das Matchmaking. Na, gut. Gar kein Schlachtschiff. Gar kein Schlachtschiff. 4 Zerstörer gegen 6 Zerstörer. Das ist doch. Nur Zerstörer hier gegeneinander. So ein Blödsinn, oder? General Quarters. Na dann, auf geht's. Maps sind halt ultra klein, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, ne? Das Ding rennt natürlich hier mit 33 Knoten, ne? Das ist schon geil. Ja, meins mit 30 Knoten, aber die Wendigkeit ist halt heftig. Na, die Wendigkeit ist übel. Das soll ja bei der Sims noch krasser sein. Hat irgendwie die Wendigkeit von 90 oder so und da mehr. Schießen die Dinger überhaupt? Irgendwie noch nichts gespottet hier bei B, aber irgendwas nimmt B ein. Our team has taken the lead.
Oh, was macht der denn? Sind wirklich Anfänger. Ist ein Scherz, oder? Ist der dumm, ey. Der hat mich voll auf Land geschoben, ne? Und ich wurde gehört. Ey, was ist denn das für ein Garn? Ey, ohne Scheiß, Alter. Das gibt's gar nicht. Jawohl. Komm hier nicht weg. Und der hat sich auch festgefahren. Ey, so ein... Ebbe? Der fährt sich wieder. Regen. Der Typ, der macht mich hier, der macht mich fertig, ey. Der macht dich fertig. Ohne Scheiß. So ein Schwachmat. Das ist wirklich krass. Aaron, du weißt, dass du gar nichts kannst. Ist der Hammer. Ja. Jawoll. Alter, jetzt fährt er wieder zurück. Alter. Our team has taken the lead. So einen dummen Beutel habe ich selten gesehen. Wahnsinn. Das ist wirklich nicht schön. Also, tut mir echt leid, aber das ist schon, ja, das ist schon ganz schön blöd. Solved, sir. Eieieiei. Ja, komm. Doch, dich jetzt mal wieder. Das ist krass. Macht keinen Spaß irgendwie. Ach, ich weiß auch nicht. Oder ja, was heißt Spaß? Junge! Müssen wir das reinfuchsen. Nummer 3. Drei Stück versenkt. Ja. Wie machst du das? Ran und drauf. Aber leider auch nicht mehr viel, das ist das Problem. Also, ich werde jetzt denke mal aufrecken, aber was gemacht hat es auf jeden Fall.
Aber egal, 13 Treffer, 3 kritisch, 3 versunken, 4 mal Wasser, 6 Torpedo sind immer geholfen. Hm. Gibt's gar nicht. Gucken, was die anderen machen. Ja, die sollten sich mal um den, alles klar, weil der hatte nicht mal viel. Ist echt schwierig zu treffen, wie nah gehst du ran? Bei den letzten Kreuzer, wo ich jetzt so dran war, da war ich vielleicht auf einen Kilometer oder so. Hm. Da, gut, Sekundär, da kannst du ja fast nicht vorbeischießen. Ja, die Sekundärgeschütze, die machen zwar ein bisschen, aber immer so, wie gesagt, ein bisschen vorhalten. Du hast ja, wenn du die Ding hast, du ja so ein... Ja, ja, ich weiß. So ein, ja, ist schon so Radio, so eine Anzeige und da ja, einfach halt so davor, ne, und dann hast du das schon. Du musst halt ein bisschen abschätzen. Wir wollen wir doch noch gewinnen, wenn wir jetzt uns nicht wegholen lassen. Was mitkriegt, dass er brennt? Der wird definitiv getroffen, oder? Na, ja, schade, knapp dran vorbei, aber dafür trifft der. Guck, weil er jetzt so schön am Felsen hängt, voll Idiot. Weg ist er. Our victory is in sight. Nicht schlecht. Bin ich mal gespannt, ob der den noch holt hier. Our team has taken the lead. Die gehen vorbei, oder? Die ersten, die gehen vorbei, ja, die waren so drin. Was ist denn jetzt hin? Die Entfernung brauchst du nicht probieren, oder? The enemy team has taken the lead. Ach, was ist denn jetzt los? Ach, na was nun? Das ist gleich down, ne? Das ist gleich down, ja. Ich bin so froh, ob die nun mal klarkommen hier, oder? Geht so weit vorne. Und tschüss. Ah, noch nicht. Hohohoho. Voll erwischt den Sack. Das gibt's gar nicht. Machen die ja noch die Punkte, ey. Das ist doch scheiße. Was wird denn das jetzt hier?
Ja, er versucht sich von hinten ran zu sneaken. Mehr wie ein Treffer hält er halt auch nicht mehr aus. Nee, gar nicht. Das jetzt so wesentlich nicht. Jetzt fährt er weg. Hm. Da drauf. Vom Vorsprung her wird das ausreichen, ja, aber. Glaube ich nicht. Doch. Ja, aber die werden jetzt einen Zehner reinnehmen. Ja, logisch, das müsste er verhindern, oder müsste in der Zwischenzeit A-Capturen, ja. Ich würde da unten bleiben, bis die C einnehmen würde, A-Capturen. Also scheiße, was er jetzt macht, oder? Zur Zeitverschwendung. Keine Ahnung, ich hätte wenigstens gedacht, dass er auf A fährt, weil so sah das ja wohl aus. Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht, warum er nicht auf A fährt. Das ist jetzt doof. Verstehe ich überhaupt nicht so richtig. Oh, langweilig. Das ist natürlich vom Punkten her sauknapp. Aber es wird reichen. Das reicht auf jeden Fall. The enemy is about to win. Den jetzt entdecken. Oh Gott. Verloren. Jetzt bremst er volles Rohr. Boah, die haben noch nicht entdeckt oder was? Doch, jetzt. Und tschüss. Oh, der Mehl. Ja, muss man unbedingt machen. Kurz vor dem Sieg, ne? Ah, dein Glück. Halt an, Junge! Achso, nee, da ist auch noch einer. Sind zwei. Hm. Oh, damit kriegt das hinter ihm einer ist. Eieiei. Von rechts von denen auch noch. Und. Der trifft. Boah, war der knapp. Warte. Jetzt haben sie. Voll die Tiere. Ah. Ja, schwierig. Schwierig. Na gut. Aber in diesem Sinne, meine lieben Freunde, waren das mal zwei Runden Tier 2 Zerstörer. Eigentlich ganz lustig. Und ja, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.